Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play mit Captain Real Jock. Still wakes the deep. Und es geht weiter. Wir gelangen von den Pontons zur B-Säule. Letztes Mal haben wir die A-Säule aktiviert, die Winde aktiviert. Und jetzt geht es weiter im Text nahtlos. Ich mache jetzt eine Doppelfolge. Also die. Okay. Ja, also ich denke da daran zurück an, kennt ihr Calypso-Protokoll? Das war von der Atmosphäre auch sehr gut gemacht, spannend und so weiter, aber dieses Kampfsystem. Und hier ist man richtig froh, dass es kein Kampfsystem gibt. Hier ist Schleichen und Verbergen angesagt. Und Klettern und Hüpfen und Springen und Passage und ja, ist es ein Walking-Simulator? Ich weiß es nicht. Nee, ich finde nicht. Es macht Spaß. Es ist gut austariert. Okay, ist ein bisschen dunkel hier. Selbst mit Taschenlampe. Okay. Was zum. Ah, es geht gleich los mit dem. Geöffnet. Gott, how did they even get him? So, okay. Was ist das? Ach du Scheiße. Meine Bohrinsel-Mitarbeiter. Die hat zergiert hier unten. Okay. Spannung ist ja echt. Okay. Ist echt gut. Gut gemacht. Ja, ich Calypso-Protokoll hätte ich gerne gemocht, aber das war so bescheuert. Okay, jetzt geht's los. Ich wusste es. Halte unter Wasser R2 gedrückt und dann auf ein Unterwasserspurt. Aha. Ach du Scheiße. Oh. Super, Mann, das war ja knapp. Alter Schwede. Also mein Unterwasserspurt, einmal hat's geklappt, da habt ihr es gesehen mit der X gedrückt und so. Aber ein zweites Mal hat nicht sollen sein. Er speichert. Super cool. Er speichert. Ich finde auch die Musik sehr, sehr stimmungsvoll. Anschauen, was ist das? Warnung, Explosionsgefahr. Sofort zu evakuieren. Feuerlöscher. Okay, was geht da ab? Wie komme ich da hin? Achso, hier oben rüber. Hier oben rüber. Na? Wo muss ich denn hin? Gelange von den Pontons zur B-Säule. Aber da ist noch... Achso, da ist nur ein Schild. Aber das interessiert mich jetzt nochmal. Öffnen.
not want to go in there. Fuck. Okay, hier läuft das Wasser durch. Anschauen. Right. Okay, okay, okay. Tank. Na, das wird ja was. Anschauen. Full engaged. Okay. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Okay. Zack. Weiter geht's. Hier rein, nee, ne? Jetzt nach oben, ne? Jetzt nach oben. Der arme Kerl, ach, der ist da drin. So, und jetzt gelange von den Pontons zur B-Säule. Ja, es ist hier lang. Keep closed. Muss ich da warten, bis das abgelaufen ist, oder was ist da los? Hier geht es weiter. Hier geht es weiter. So, den Hebel habe ich gezogen. Muss ich doch hier rein? Das war klar. Das war klar. Okay. Okidoki. Alter, macht das Spaß. Ist das ein geiles Game. Wer hätte das gedacht? So unscheinbar. Und, also ich spiele jetzt schon bestimmt, ist es die 7., 8., 9. Folge. Also, 20 bis 30 Minuten. Ist schon vom Spielumfang her ganz okay. Also, okay. Ich werde sterben. So, ich muss da irgendwie hoch. Da muss ich hoch. Ich muss da hoch. Zack. So, und jetzt? Da. Da ist die Leiter. Come on, come on. Come on. Schwimm schon. Okay. Ich sehe nichts. Okay, ich habe eine Trophäe erhalten. Das ist ja schön. Ich bin geschickt abgesoffen. So. Gleich geht es hier los. Ich muss immer gucken, wo es hoch geht. Oder muss ich da? Jetzt weiß ich nicht. Aha. Vielleicht ganz normal hier durch. Na komm schon, beweg dich doch mal.
Was schwimmst du denn nicht? Nee, hier nicht. So, bis hierhin war schon mal ganz gut. Oh. Wo geht's weiter? Ich brauch Glück, ich brauch Glück. Ich sehe nichts. Okay, hier durch. Da so hoch. Da so hoch. Oh, das ist ein Try and Error Prinzip. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ach, ist das okay. Alles klar, wir machen hier einen Break. Das ist jetzt ja echt ätzend. Wo muss man denn da hin? Also ich mache jetzt hier einen Break und probiere das so lange aus, bis ich da den Weg gefunden habe. Okay. Das ist ja scheiße. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, ist echt übel. Jetzt muss ich so lange hier rumprökeln, bis ich den Weg gefunden habe. So, okay. Da muss ich da hoch. So. Vielleicht hier? Vielleicht hier rechtzeitig? Öffnen! Abgeschlossen, okay. Ich muss mit dem Wasser... Ja, das ist gar nicht so einfach. So, dann hier durch. Das habe ich auch rausgefunden. Dann da hoch. Ah, hier vielleicht. Ja, hat geklappt. Ich lasse das in einem Zug. Das war knapp, ja, das stimmt. Das war knapp. So, ich lasse das in einem Stück. Wir sind jetzt noch gut in der Zeit. Das war natürlich jetzt... Aber wir haben es geschafft. Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir die richtige Luke erwischt haben. So, ist hier noch irgendwas? Bereich verlassen, okay. So, okay. So, das haben wir bis jetzt schon mal geschafft. Warum geht das nicht? Öffnen. Das geht nicht auf. Aha. Interessant. Mann. So, und jetzt? Muss ich wieder tauchen? Oh, ich sehe nichts. Alter, ich sehe gar nichts.
Ich sehe nichts, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe überhaupt nichts, also die Atmosphäre, die Spannung, es ist ein Drama. Vielleicht hier? Vielleicht hier? So, vielleicht dadurch? Da geht's weiter. Wieso komme ich hier nicht durch? Es muss hier einen Durchgang geben. Gibt es auch. Da zum Licht hin. Come on, come on, come on. Ja! Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Also, die Spannung ist doch super. Das muss auch echt Spaß machen, zuzugucken. Also, schaut die Folgen. Die machen Spaß. So, gespeichert. Super cool. Super cool. Okay. Bereich verlassen. Er speichert wieder. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir zum Zentrum. Hallo? Alter Schwede. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir schwant Übles. Der ist doch schon. Oh mein Gott. Fliehen! Ja, ich drück fliehen! Warum flieht er nicht? Ich drück doch! Muss ich jetzt nur kurz drücken? Was ist da los? Was ist da los? Das muss ich ja ehrlich sagen, ich mag das nicht, dieses Try and Error, also ausprobieren und Hallo? Das ist. Ich hab doch gedrückt. Fliehen. Warum klappt das denn nicht? Nur kurz gedrückt halten, überspringen. Ich überspringe das jetzt mal. Zack.
Ach, doppelt drücken. Ach so, ja, das muss man ausprobieren und machen und tun und so. Okay. Okay, das hat geklappt. So, okay, vielleicht sollte ich da nicht da stehen bleiben. Ein bisschen Abstand gewinnen. So, okay, und jetzt? Da oben muss ich hin, wa? Daran vorbei. Daran vorbei. So, gedrückt halten. Und jetzt hier dran vorbei. Und hier hoch. Okay. Jetzt hat er mich wieder geschnappt. Jetzt muss ich wieder drücken, wie die blöde Sau. Und jetzt hier dran vorbei und dann öffnen. Wann schaffe ich es nun endlich hier raus? Ja, das möchte ich jetzt auch gerne mal wissen. Alter Schwede, Spannung ist echt da. Okay. Er speichert. Tja. Machen wir noch weiter oder machen wir hier einen Break? Das ist ja so spannend. Es wird bestimmt hier wieder... Achso, hier komme ich nicht vorbei. Doch hier komme ich rüber. Okay. Die zweite Seilwinde aktivieren. Okay, zuerst muss ich den Stift ziehen. Hier ist der Stift. Ziehen. Zack. Und dann muss ich die Seilwinde aktivieren. Zack. Klettere die B-Säule hinauf. So, gerne würde ich das tun. Wo ist die B-Säule? Wo kann ich rauf? Klettere die B-Säule rauf. Von da komme ich doch. Wo geht's jetzt hier hoch? Klettere die B-Säule hoch. Nee, da muss ich nicht lang. Da leuchtet was. Okay, nochmal. Gut, hier hat er ja gespeichert. Sonst machen wir hier tatsächlich einen Break. Aber ja, es ist doch spannend. Wir wollen noch sehen. Da hoch? Nee. So, dann muss ich hier durch. Ich werde sterben.
Muss ich hier wirklich durch? Ich glaube schon, ja. Durchs Öl durch. Okay. Klaustrophobisch ist das Ganze ja schon. Ah ja. Jetzt den Fahrstuhl rufen. Ey, ist das genial gemacht. Das schockt. Drücken. Okay. Dieser Weg wird kein leichter sein. Jetzt ein Resident Evil Teil wäre, dann würde es jetzt hier eine krasse Raketenwerfer-Sequenz werden, mit Monster abschießen und so. Okay, ist das schon das Ende? Wieso habe ich das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist? Wir fahren ins Zentrum des Monsters statt dran vorbei. Beeindruckend. Okay. Okay, Bereich verlassen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Zumindest ein Stück wieder. Wohnbereich. Klettere die B-Säule hinauf. Ach so, hier brauche ich wieder Wärme. Wärme, Wärme, Wärme. Oh, ich muss mich beeilen. Lass mich beeilen. Wo ist Wärme? Wo ist ein Heizlüfter? Ich werde sterben. Oh. Wo ist ein Wärmelüfter? Nehmen? Was kann ich nehmen? Ich muss mich aufwärmen, mein Gott. Ich muss mich aufwärmen. Tür benutzen. Ich muss mich aufwärmen. Ja, wo denn? Wie denn? Anschauen. Und jetzt noch die Schleppnetzfischer. Okay. Okay, ihr könnt euch das ja in Ruhe durchlesen. Ich habe jetzt die Muße dazu nicht. Es tut mir leid. Ich muss. Da ist ein Heizlüfter. Heizkörper benutzen. Sehr gut. Christ. I need to get out of this fucking place. I need to get him. Ich will nach Hause. I better check on Roy. Melde dich telefonisch bei Roy. So, das Ding wärmt mich jetzt gut auf. Verlassen. Hier war doch ein Telefon. Da ist ein Telefon. Mal sehen, was Roy sagt. Roy, fuck's sake. Oh, God, my son, the Lord. I've been worried sick. Sorry, pal, I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Cass? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but, well, didn't he work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finley. We had to get the Jennies on, and Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of the things, but I thought... Oh, fuck, I don't know what I thought, but...
Whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on, Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right as rain. Do you need me to come and get you? No, no, I can do it. Show this rig out. And the way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Kaz? Hi. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on the way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Remember, Jesus loves you, Kaz. Everyone else thinks you're a con. All right, Val. Efters. So, erspeichert. Untersuche die Fackel. Es ist zwar grausam, jetzt aufzuhören, dafür müsst ihr aber nächste Folge wieder gucken. Meine Speicherkapazität, ich kann ja immer nur eine Stunde. Und okay, es ist jetzt eine halbe, ich habe keine Ahnung, halbe Stunde, 40 Minuten. Wir sind hier an dem Heizkörper, wir können uns aufwärmen, benutzen wir nochmal. Und das ist sozusagen guter Ausgangspunkt. Er hat gespeichert und ich soll die Fackel untersuchen. Untersuche die Fackel und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also das macht echt irre Spaß. Das Spiel ist echt erstaunlich gut. Hier den Text kann man ja noch mal lesen. Könnt ihr ja Stopp machen und so. Ich habe da jetzt die Muße nicht zu. Okay, in diesem Sinne, euer Captain Reliok und wie sagt man immer so schön, oder sage ich immer so schön in Hamburg, sagt man Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.